Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ihr hört es, meine Stimme ist leider ein bisschen belegt. Ich hatte eine Erkältung. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Und ich zeige euch heute eine wunderschöne, erfrischende Pfirsich-Maracuja-Sommertorte. Das ist eine Torte, die ihr ohne Backen zubereiten könnt, wenn ihr wollt. Denn sie besteht aus einem Krümelboden, der ja ohne Backen funktioniert, und einer leckeren Pfirsich-Maracuja-Schmandsahne-Creme. Wer möchte, kann aber auch noch einen meiner Biskuits, den hellen Biskuit, dazwischenlegen. Das macht die Torte noch festlicher und so werde ich es auch machen, denn ich hatte noch von der Konfirmation zwei Böden übrig, einen hellen und einen dunklen und genau diese Böden werde ich jetzt für die nächsten zwei Torten verwenden. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr auch einfach nur den Krümelboden zubereiten und das machen wir jetzt zusammen. Dafür brauchen wir 200 Gramm Haferkekse, 50 Gramm weiße Schokolade und 150 Gramm weiche Butter. Die beiden werden wir uns gemeinsam schmelzen und die Kekse werden wir uns fein zerhacken. Ich mache das im Thermomix, aber ihr könnt es auch in einem Gefrierbeutel machen und dann einfach mit dem Rollholz drüber rollen und schon sind die Kekse fein. Dann werden wir das Ganze mischen und schon ist unser Krümelboden fertig. Wir verwenden eine 24er oder eine 26er Form und wenn ihr eine kleinere Torte machen wollt, könnt ihr einfach die Hälfte der Zutaten verwenden. So, alles ist fein zerkrümelt, kommt in meine Schüssel. Und jetzt habe ich mir hier die Butter geschmolzen und gebe die noch über die Schokolade, damit das beides miteinander schön auch schmilzt. Gerade verrühren, sodass wir eine schöne Schokoladenbutter haben. Ich lasse mir die Butter immer gerne in der Mikrowelle schmelzen, aber das könnt ihr natürlich genauso gut auf dem Herd machen. So, und wenn sich die Schokolade so schön aufgelöst hat in der Butter, dann können wir sie hier zu den Krümeln geben. Und alles einfach verrühren. Und das sieht jetzt so aus, als würde das gar nicht fest werden. Aber durch die Kühlung wird das ein richtig schöner, knuspriger Boden, ohne dass wir uns einen Mürbeteigboden backen müssen. Wunderbar. Das sieht gut aus. Und so habe ich mir auch schon meinen Tortenring eingestellt auf 24 cm Durchmesser. Denn mein Boden, mein Biskuitboden hat auch 24 cm. Aber ihr könnt die Torte auch mit 26 cm Durchmesser backen. Gar kein Problem. Das wird nur einen Unterschied machen in der Höhe der Böden. Und die Kekskrümel drücken wir uns jetzt einfach hier in der Form fest. Halten die Form dann so ein bisschen fest, weil sie sonst verrutscht. Einfach vorsichtig ringsherum und möglichst gleichmäßig festdrücken. Wenn ihr jetzt keinen Biskuit noch darauf legen wollt, dann könnt ihr auch genauso gut eine normale Kuchenform verwenden. Müsst ihr keinen Tortenring nehmen, dann sollte das Ganze auch schön reinpassen. Dann brauche ich wie immer meine Palette, um das Ganze nochmal so ein bisschen glatter hinzukriegen. Das gefällt mir noch nicht. Ich möchte ja einen schönen, gleichmäßigen Boden haben. So, sehr schön. Jetzt werde ich mir hier schon meinen Biskuit drauflegen. Und das Ganze einfach kalt stellen. Mein Biskuit hat jetzt 2 cm Höhe gehabt. Wir können ihn aber auch genauso gut teilen. 1 cm nach unten und einen nach oben auflegen. Also da könnt ihr so ein bisschen variieren. Das stellen wir uns jetzt erstmal kalt, damit der Krümelboden fest werden kann. Und in der Zeit werden wir uns schon die Creme zubereiten. Für die leckere Pfirsich-Maracuja-Eierlikör-Creme werden wir uns jetzt den Schmand, und zwar 375 Gramm, in eine Schüssel geben. Und zusammen mit dem Zucker. Da brauchen wir 120 Gramm und dem Eierlikör, dem Pfirsich-Maracuja-Eierlikör, das sind 100 Milliliter, verrühren, bis sich der Zucker schön aufgelöst hat. 120 Gramm Zucker hinzu. Ich nehme da immer gerne Feinzucker, der löst sich einfach besser. Und jetzt noch die 100 Milliliter Pfirsich-Maracuja-Eierlikör. Ich wusste gar nicht bisher, dass es sowas gibt, aber das gibt es. Und dann dachte ich mir, wow, super, muss ich ausprobieren. Und das verrühren wir uns jetzt einfach so lange, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Duftet schon sehr lecker. Perfekt.
Perfekt, sehr schön. Das stellen wir uns gerade beiseite und schlagen uns jetzt die 500 ml Sahne steif mit 2,5 Päckchen Sahne fest. Und dann werden wir das hier unterheben. Aber vorher werden wir uns jetzt die Gelatine erstmal schon mal einweichen. Ich nehme da 9 Blatt, gerade kaltes Wasser hinzugeben. Und das Wasser verwenden wir nachher nicht, auf keinen Fall, sonst wird das nichts. Das stellen wir uns gerade beiseite und lassen die Gelatine nur einweichen. Jetzt gebe ich die 500 ml Sahne in meine Schüssel. Die Schüssel sollte kalt sein und die Sahne sollte auch schön gekühlt sein, damit sie sich gut aufschlagen lässt. Gerade im Sommer bitte darauf achten, dass ihr möglichst wirklich richtig schön gekühlte Sahne verwendet, sonst wird sie einfach nicht richtig steif. Gerade wie immer kurz anschlagen, dann erst das Sahnefest einrieseln lassen. Das verhindert einfach das starke Spritzen der Sahne und dann lässt sie sich auch besser aufschlagen. So, wenn die Sahne so schön steif geschlagen ist, dann stellen wir sie uns gerade kalt und werden uns jetzt die Creme mit der Gelatine vermischen und dann die Sahne unter die Creme heben. So, hier ist unsere Gelatine. Wer keine Gelatine verwenden will, der kann auch Agatine verwenden. Die muss dann 2 Minuten sprudelnd kochen, am besten mit dem Pfirsichlikör oder einem Pfirsichsaft. Ihr könnt natürlich auch den Likör durch Saft ersetzen. Die ausgedrückte Gelatine geben wir uns in ein Gefäß, entweder in ein kleines Töpfchen oder hier in ein Glasgefäß. Und dieses Wasser hier nicht mitverwenden. Ich löse mir die Gelatine immer gerne in der Mikrowelle auf. Einfach gerade ein paar Sekunden hineingeben, die darf nicht kochen. Ihr könnt es auch auf dem Herd machen, dann auch darauf achten, dass die Gelatine nicht kocht. Bei mir dauert das 15 Sekunden, dann sind 9 Blatt schon aufgelöst. Bei, ja, ich glaube, ich hatte jetzt 900 Watt. Wir werden uns jetzt von der Creme hier, von unserer Maracuja-Creme, 3 bis 6 Esslöffel in die Gelatine rühren. Genau das gleiche müsst ihr machen, wenn ihr Agatine verwendet. Die muss auch angeglichen werden. Jetzt geben wir einfach hier unterrühren die Creme in die Gelatine. Dann klumpt da auch nichts. Und wie gesagt, genau das gleiche macht ihr, wenn ihr Agatine verwendet. Nur, dass ihr vorher hier den Likör oder den Saft aufgekocht habt mit der Agatine. 2 Minuten muss die sprudelnd kochen. Und dann muss die auch angeglichen werden. Denn würden wir die heiße Agatine oder Gelatine in unsere Creme geben, würde alles klumpen. Und so, wenn sie schön angeglichen ist von der Temperatur her, passiert da auch nichts. Deswegen gebe ich immer gerne 6 Esslöffel mit hinein, dann gehe ich auf Nummer sicher, dass da wirklich absolut nichts klumpt. So, und jetzt rühren wir uns die angeglichene Gelatine hier unter die Maracuja-Creme. Und haben dann eine wunderbare Basis für unsere Tortencreme. Wunderbar. Das Ganze stellen wir uns jetzt 10 Minuten gerade noch kurz kalt, damit es ein bisschen angelieren kann. Und dann heben wir hier die Sahne darunter. Und ihr seht schon, was für eine fantastische Creme das wird. Eine super tolle Pfirsich-Maracuja-Erlikör-Creme. Super, super lecker. Eine fruchtige Sahnecreme. Nochmal einmal mit dem Spatel, dass wir nichts unten hängen haben. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen Pfirsich oder Nektarine hinzu. Ich habe jetzt hier 2 Nektarinen, weil meine Kinder die lieber mögen. Und die hebe ich mir auch noch unter. Und dann kommt das Ganze in unsere Form. Erstmal die eine Nektarine. Oh, was für eine leckere Creme. Und da kann ruhig noch eine rein, sonst ist das zu wenig. Eine schneide ich mir noch und dann fülle ich. So, die Creme schmeckt fantastisch. Ich habe sie schon probiert. Sie kommt jetzt hier auf unseren vorbereiteten Boden. Oh mein Gott, wie lecker. Mal gucken, wie viel das hier ist. Ob wir da alles verwenden für die 24er Form. Und ich denke, das klappt. So, dass wir dann oben auch noch unseren Spiegel drauf kriegen. Das Ganze schön verstreichen, wie immer.
Und ihr seht auch, hier unten ist die Butter schon schön fest geworden. Das heißt, unser Krümelboden hat sich auch schon gefestigt. Und wir haben noch genug Platz, um unseren Spiegel aufzubringen. Also das klappt alles gut. Alles schön glätten. Wunderbar, unsere Creme ist gefüllt. Jetzt müssen wir noch gucken, dass hier der Rand sauber ist. Am besten mit dem Küchenkrepp einmal langfahren, damit wir nachher dann einen schönen sauberen Spiegel auch drauf kriegen auf die Torte. Die stellen wir uns jetzt erstmal 1 bis 2 Stunden kalt. Wenn ihr die Zeit habt, gerne auch über Nacht, ist auch kein Problem. Aber ich denke, 1 bis 2 Stunden sollten auf jeden Fall reichen. Und dann können wir den Spiegel aufgeben. So, und wenn die Torte gut genug gekühlt ist, dann können wir uns 300 ml Maracuja-Saft in einen Topf geben. Und da kommt nochmal der Likör hinzu, wenn ihr möchtet, der Eierlikör, 100 ml, Pfirsich Maracuja. Und wer das nicht möchte, der kann ihn natürlich einfach durch Saft ersetzen. 100 ml abmessen. Das geben wir gerade dazu. Das Ganze noch mit 2 Päckchen weißem Tortenguss und 3 bis 4 Esslöffeln Zucker verrühren und gerade kurz aufkochen. Und dann kommt das auf unsere Torte. Also ein Paket Tortenguss. Gerade verrühren. Nochmal eins. Den Zucker hinzu. Ich habe jetzt hier 3 Esslöffel Feinzucker. Und wie gesagt, kurz auf dem Herd aufkochen und dann gleich über die Torte geben. Und die Torte 4 Stunden, besser noch über Nacht, kalt stellen. Unter ständigem Rühren aufkochen, dass da nichts klumpt. Und dann nach dem Aufkochen lassen wir das Ganze so ein bisschen abkühlen, bevor wir es auf die Torte geben. Nicht kochend heiß auf die Torte verteilen, sondern etwas abgekühlt. Und sobald das Ganze einmal aufgekocht ist, maximal 1 Minute noch kochen lassen und dann vom Herd nehmen. Nicht länger als die Minute kochen, sonst kann es passieren, dass euch der Guss wieder runterfließt von der Torte. So, da ist unsere Torte. Bei mir war sie wirklich nur kurz im Tiefkühler, vielleicht 1/4 Stunde, länger nicht. Sie ist richtig schön fest. Und jetzt geben wir uns unser Guss hier drauf. Länger hätte ich jetzt auch nicht warten dürfen, denn der zieht auch schon an. Ganz vorsichtig so ein bisschen noch verwackeln. Und jetzt kommt die Torte für mindestens 4 Stunden, besser noch über Nacht, in den Kühlschrank. So, die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, wie immer, und ist wunderbar fest geworden. Hier hätte aber auch gereicht, sie, weiß nicht, 1-2 Stunden kalt zu stellen, denn die Creme war ja per se schon sehr fest. Und wenn das der Fall ist, könnt ihr die Kühlzeit auch verkürzen. Wir schneiden sie uns jetzt aus der Form und dekorieren sie noch mit der Sahne und der Minze und den Kappstachelbeeren. Natürlich könnt ihr diese Torte auch mit Pfirsich spalten oder Maracuja oder beidem dekorieren. Aber meine Kinder lieben Kappstachelbeeren so sehr. Deswegen habe ich gedacht, ich mache ihnen eine Freude und die sehen so schön rund aus. Deswegen sind es bei mir Kappstachelbeeren geworden. Das Törtchen nun vorsichtig aus dem Ring schneiden. Wenn ihr es nicht aus noch verkleiden wollt, dann müsst ihr natürlich wirklich vorsichtig vorgehen oder auch vielleicht eine Folie, Tortenrandfolie verwenden. So. Und wir öffnen uns wie immer unsere Form vorsichtig. Lasst euch bei solchen Aktionen immer Zeit. Lasst euch da nicht hetzen, denn darauf kommt es letztendlich an. Wenn man da Fehler macht, kann man es halt schlecht wiederherstellen. Und mal schauen, wie die Torte geworden ist. Wunderschön sieht sie aus. Ich kann sie jetzt auch wirklich so lassen. Es ist ja immer so bei so modernen Torten, die lässt man gerne einfach so unverkleidet. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist hier oben eine Deko draufgeben. Ja, und dafür werde ich mir jetzt einfach Sahne schlagen. Ungefähr 200 Gramm nehme ich da. Ich zeige das nicht noch extra. Und dann werden wir hier gemeinsam dekorieren. Ich werde sie mir wie immer einteilen, damit es einfach bei mir in der Familie gerecht zugeht. Schauen, dass man in der Mitte aufsetzt und vorsichtig eindrücken, dass wir wissen, wo wir nachher dekorieren und schneiden müssen. Wunderbar. Die Sahne habe ich mir steif geschlagen mit etwas Zucker und Sahnefest. Ich habe eine französische offene Sternhülle verwendet dieses Mal. Das passt einfach schöner zu dieser modernen Torte. Und die letzte.
Ja, und jetzt kommen unsere Kappstachelbeeren oben auf. Und ich habe mir marokkanische Minze aus dem Garten gepflückt. Und die werde ich natürlich auch noch auflegen. Und dann sieht das Ganze wunderschön kontrastreich aus. Ich fange mal mit den Kappstachelbeeren an und setze sie so ein bisschen hier nach innen rein. Einfach aus dem Grund, weil eventuell die Deko sonst zu schwer wird für den Rand. Und ich drücke sie so ein bisschen an die Creme an, an die Sahne, damit sie einfach gut halten. Und hier oben kommt dann noch meine Minze oben auf. Und die letzte. Super süß sieht es schon aus. Richtig lustig, knubbelig. Jetzt noch die Minze. Da zupft man sich am besten auch ungefähr gleich große Blättchen. Und die werde ich jetzt einfach so immer schräg hier so ein bisschen hinter die Kappstachelbeere setzen. Das gibt einen wunderschönen Kontrast und sieht sehr appetitlich aus. Und ich habe jetzt hier eine marokkanische Minze, aber ihr könnt auch Melisse verwenden. Wunderschön, einfach toll. Mehr braucht es nicht. Wer mag, kann natürlich die Mitte noch dekorieren. Und ich glaube, das werde ich noch machen. Ein schöner Dappen in die Mitte, nicht ganz in die Mitte, sondern so etwas seitlich. Und ein kleinerer daneben. Eine Stachelbeere hier und eine schöne Krone in die Mitte. Und unsere Torte ist fertig und sieht wirklich wunderschön appetitlich aus. Dann können wir sie probieren. So, dann schneide ich unser leckeres Törtchen einmal an. Ich bin sehr gespannt, wie immer. Hier muss man natürlich darauf achten, dass man wirklich bis ganz unten auch den Krümelboden durchschneidet, sonst kommt man nicht wirklich raus. Ihr solltet die Torte auf jeden Fall vor dem Anschneiden noch mal eine Runde kühlen. Bei mir ist das wie immer nicht der Fall. Ein wunderschönes Stück, sieht wunderschön aus mit dem Krümelboden, dem Biskuit, der Creme, den Pfirsichen innen drin. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich muss für euch probieren. Wunderschöne Torte, gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade für den Sommer perfekt geeignet für heiße Tage, für Sommergeburtstage mit einem schönen Glas kühlem Maracuja-Saft mit einem Schuss Campari und etwas Eis, schön dekoriert. Also so kann der Sommer wirklich schön starten. Wie immer probiere ich für euch. Ich bin sehr gespannt. Diesmal habe ich eine große Gabel. Wow, fruchtig. Nochmal ein bisschen. Zergeht auf der Zunge, ich sag's euch. Also was mir sehr, sehr gut gefällt, ist diese wunderbare Cremeschicht hier oben auf. Also der Spiegel schmeckt fantastisch, zergeht auf der Zunge. Die Creme ist super fruchtig und leicht. Und der Biskuit, den kennt ihr, der ist auch wunderbar. Ich probiere gleich nochmal ein Stückchen. So lecker. Oh. Genau so muss es sein. Sehr lecker. Ja, da kann der Sommer kommen. Auf jeden Fall super sommerlich, super fruchtig. Und für den Boden würde ich beim nächsten Mal normale Butterkekse verwenden, keine Haferkekse. Das passt einfach noch besser. Oder wirklich einfach nur meinen Biskuit verwenden. Aber die Torte ist traumhaft lecker. Unbedingt nachbacken. Das war meine sommerliche Pfirsich-Maracuja-Eierlikör-Torte. Ohne oder mit Backen, ganz nach Wunsch. Ich finde, es ist ein tolles Rezept, schmeckt traumhaft lecker.
Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachbacken. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram schicken. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept auf meinem Blog. Und dort könnt ihr das Rezept dann auch ausdrucken. Dann müsst ihr nichts mitschreiben. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der findet auch hier unter dem Video den Abonnieren-Button und die kleine Glocke, die könnt ihr gleich aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe und verpasst auch kein Video mehr. Ja, viel, viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns nächste Woche wieder um 10 Uhr am Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!